Willkommen zum Podcast Quickie, dem neuen Format. Wir testen das mal an, machen das ganz spontan und schauen mal, wo es uns hinführt. Und damit auch zur ersten Folge. Ich heiße Daniela, herzlich willkommen. Hi Daniela. Hi. Wir schauen uns heute The Texas Chainsaw Massacre an. Freust du dich schon? Wie verrückt. Das hört sich aber nicht so überzeugend an. Hat das einen bestimmten Grund? Nein, ich bin immer gespannt auf neue Filme. Dann wollen wir einfach loslegen. Und nachdem wir den Film geguckt haben, bin ich gespannt, wie er dir gefallen hat. Ich auch. Bis später. So, da sind. Wie wieder? So witzig. Ich habe gar nicht erwähnt, welche Version wir geguckt haben. Nämlich die ultimative Sammler-Edition von Turbine Media, die den, nachdem er, nee, die haben den, glaube ich, dafür gesorgt, dass er nicht mehr injiziert war und nur aufgelegt wurde. Hier heißt es auch Blutgericht in Texas, so kam er nämlich damals in Deutschland raus. Dann kam er irgendwann auf VHS mit dem Namen Kettensägen-Massaker raus und später mit seinem Originaltitel Texas Chainsaw Massacre von Tobe Hooper. Und wie fandest du das erste Mal für dich so ein Klassiker, ein Horrorfilm? Ich weiß, das ist dein Lieblingsgenre. Auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall sehr kurzweilig, das kann man sagen. Also, du hast ja meistens mehr gelacht als Gruß gehabt, so hat es sich angefühlt. Wie kommt das, ne? Sag mal. War es zu gruselig? War gar nicht gruselig? Naja, gut, das liegt halt daran, dass man heute andere Effekte gewohnt ist. Und wenn man dann so einen Film aus den, wann ist das? 70er, 80er? Ja. 74 kam raus. Dann wirkt das halt schon ein bisschen amüsant einfach. Aber Echt? trotzdem auch gruselig. Ah, trotzdem gruselig, Ja, hat trotzdem schon. funktioniert. Auf jeden Weil ich Fall. weiß, dass du auch Walking Dead eher belächelst, Ja. obwohl du Angst hast, weil du immer sagst, ja, man erkennt ja, das sind Zombies. Ja, Und weil die nicht hier, gut gemacht aussehen für mich. echt krass, dabei sind die so gut. Und bei Texas Chainsaw Massacre dasselbe, aber trotzdem hat es funktioniert, von der Atmosphäre her. Oder was hat dir so Ja, weil Angst man die gemacht? nicht so lange sieht. Da gruselt ja nicht einer eine Stunde rum, sondern man sieht ihn ja immer nur relativ kurz mit seiner, wie heißt das, Hautmaske. Achso, der Leatherface, wie er genannt wird hier. Ja, den Leatherface. findest du gruselig? Das ist Leatherface. Ja, das Leatherface, Ja, genau. nein, aber den kann man ja mit Walking Dead dann vergleichen. So Okay, ja. von der Optik. Und wenn man das natürlich dann 3 Stunden sieht, dann ist es halt, naja. Anderes Feeling. So Ja. direkt. Warte. Und ihn sieht man ja nur kurz. Also immer wieder. Und bei welchen Szenen hast du weggeguckt? Na, wo irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden und irgendwelche Hammer in irgendwelche Leute gehauen werden. Also immer die expliziten Also Szenen. FSK 16, das ist zu viel für mich. Ah, der ist sogar FSK 18. Siehst du? Immer noch, Ja. komischerweise. Obwohl man eigentlich nie wirklich was sieht. Ja, aber das ist ja viel schlimmer. Also wenn man es sieht, ist es eklig. Und wenn man es nicht sieht, ist viel zu viel Fantasie dabei. Welche Szenen fandst du denn am heftigsten? Boah, Kannst du weiß dich ich erinnern? Du hast jetzt nicht. schon alle wieder verdrängt sofort. Am heftigsten? Ja, irgendwie schon, wie sie über der Blechschüssel hängt und ihr der Kopf eingeschlagen werden soll, ne? Also, wo die ganze Familie da bei dem Abendessen und der Genau. Opa, Ja. beziehungsweise der Vater von denen, sie, wie die anfangs erwähnte Kuh, dann hinrichten und schlachten soll, Genau. ne? Ja. Was die ganze Zeit erwähnt wird. Aber Es wurde viel geschrien in dem Film. ja, zum Schluss ist halt so extrem, ne? Dafür ist er auch so berühmt, dass die letzte Ich halbe war, Stunde ja. geschrien wird. Das ging dir ans Herz. Das kann ich schon gut. Die Musik war ein bisschen anstrengend, wenn ich das so sagen darf. Diese Anstrengend. blecherne, mir fällt nicht ein, wie das Instrument heißt. Ja, aber war es eher anstrengend im Sinne von Ja, es war anstrengend, schon weil hart an es ein nervig. nervös, also eher nervig, also nicht Ja, nervös und nein. gruselig und beklemmende Stimmung. Nein. Eher einfach nervig, okay. Entschuldigung. Ja, aber ist ja vielleicht auch so, ne? Ist ja Es nicht hätte ein schlimm. Tick weniger sein können. Dann wäre es an gruselig, aber es war ein bisschen zu viel, fand ich. Okay, also würdest du schon am liebsten schlimmer als Radio sozusagen heutzutage. Ja. Oder als RTL2-Nachmittagsprogramm. Und was war mit den Charakteren? War eigentlich jetzt, ich habe den auch schon lange nicht mehr gesehen, das erste Mal wieder. Und die werden ja kaum so eingeführt. Ne? Man sieht die so ein bisschen, aber die werden gar nicht erklärt, Ja. wie die drauf sind. Irgendwie eine Beziehung wird gar nicht wirklich aufgebaut. Und die werden auch schnell und kurz und schmerzlos dann auf einmal hingerichtet. Und trotzdem fühlt man aber auch gerade mit der letzten Protagonistin, die jetzt so am längsten auch mit denen zu tun hat, oder überhaupt irgendwie so richtig direkt mit denen in Kontakt kommt und kämpfen muss,
Fühlt man mit der mit oder nicht? Oder ist es eher weniger? Doch, das schon. Aber vielleicht macht es genau das aus, dass man kein ewiges Vorgeplänkel hat und weiß, wer mit wem und warum und in welcher Beziehung die zueinander stehen, sondern man sieht sie einfach nur in ihrem Bulli. Man ahnt ja schon, dass irgendwas, das ist viel zu idyllisch, das kann ja nicht richtig sein, aber mehr halt nicht. Und dann geht's halt los und im ersten Moment ja auch alles ziemlich Knall auf Fall schnell hinterher, ne? Nur halt mit der Blonden, wo ich nicht mal den Namen weiß, zieht es sich dann in die Länge. Alle anderen waren ja kurz und schmerzvoll. Ja, die Namen, kurz und schnell, ist gut. Ja, die Namen weiß ich auch noch nicht. Das sind auch alles so B-Movie-Schauspieler gewesen, gerade noch auf einer Schauspielschule, irgendwo aufgegriffen. Der Film war super günstig produziert, irgendwie nur $80.000, 16 mm gedreht, was man auch sieht, ne, so richtig matschig und körnig, Ja. was das auch so den Charme irgendwie ausmacht, ne, so wie bei Filmen Ja. wie Tanz der Teufel damals, wie bei Maniac, die dann später aufgeblasen wurden, auf 35 fürs Kino. Und es war auch Tobe Hoopers erster richtiger Film, der kommerziell wurde. Er hatte vorher zwar schon einen, aber der wurde gar nicht vermarktet, hat auch einen Preis gewonnen. Und hier wollte er es halt wissen, hat halt wirklich günstig produziert, hat mit einem Skript selbst geschrieben. Es soll auch beim Drehen sollen die Leute auch alle etwas high gewesen sein. Sollen Ja, high gewesen dann sein. ging das bestimmt auch besser. Ja, genau, die waren irgendwie ein bisschen sehr gut drauf. Und hier soll es ja am Anfang wird ja suggeriert, dass es eine wahre Begebenheit ist. Hat dir das irgendwie was gebracht, so am Anfang der Text und so? Oder hast du das sofort vergessen? Ja, Hast du den habe vergessen, ich ne? Hat dich gar sofort nicht vergessen. interessiert, ne? Nein. Ja, das ist auch nur so ein ausgedachtes Ding, ne? Zwar ist hier Texas Chainsaw Massacre, Mr. Leatherface, basiert zwar, wurde als Inspiration echter Serienmörder, hier dieser Ed Gein, genommen, der auch für Vorbilder für Buffalo Bill war, in Das Schweigende Lämmer oder hier für Psycho, Norman Bates und so weiter. Und weil der auch Körperteile ausgegraben hat, wie diese Familie halt, ne, hat die zu Hause als Schalen benutzt, die Köpfe, hat da aus Möbel gemacht, mehr oder weniger, und hat auch ein paar umgebracht oder ein paar mehr. Aber sonst stimmt da jetzt nichts dran. Und das war halt fiktiv. Auch das Datum, das da genannt wird, ist einfach das Ende der Dreharbeiten gewesen. Also das kann schon mal gar nicht gewesen sein, was wir selber gemacht haben. Ne? Das war einfach nur so, haben damals schon angefangen mit den wahren Begebenheiten, damit es so mehr Impact hat irgendwie, obwohl es letztendlich gar nichts bedeutet. Ja, Aber, ja? aber gut, also man kann sich durchaus vorstellen, dass es so kranke Menschen gibt. Also bei allem, also gerade heutzutage, wo man so vernetzt ist und was weiß ich, also dass es so bekloppte Familien gibt, also ich kann mir das gut vorstellen, dass die Ja, irgendwo im Hinterland in Amerika leben oder von mir aus auch in Niedersachsen, was weiß ich. das sind Also ja es fällt diese, einem ja nicht schwer zu glauben, ne? das sind ja diese typischen Redneck-Leute, ne? Diese Ja. weißen Hinterland-Leute in Ja. Amerika, die auch oft hier benutzt werden als Verrückte, auch später dann besonders im Film nach Texas Chainsaw Massacre. Aber heute wissen wir, es sind die in Schlips und Anzug. Die crazy, du meinst American Psycho und so, oder was? Ja, Das ist schon geil. genau. Ja, Ja. der passt auch. Der ist echt, das könnte auch Leatherface sein. Nur mit Stil. Aber genau. Unauffälliger halt. Da Gute sieht man es nicht Verbindung. sofort. Das stimmt, guter Vergleich. Die Bilder sind auf jeden Fall sehr schön. Ach ja? Im Sonnenuntergang. Zum Schluss auch besonders, ne? Selbst er mit seiner Kettensäge zum Schluss, ja. Schon schön. Das stimmt, das ist schöner Style. Ja. Ja, das ist auch das Bild, was so auf den Covern überall ist und was immer genommen wird, ne? Wie mit seiner Kettensäge dann um sich schwingt, tanzend, im Sonnenuntergang, ganz wild und verrückt. Das Muster, was er in die Tür geritzt hat, fand ich auch ein bisschen amüsant. Welches Muster? Du meinst mit der Kettensäge durch die in der Ja, einen Haustür, wofür er nachher Ärger bekommt? richtig. Da hätte man ja auch einfach ein Quadrat schneiden können, dann hätte man auch reingehen können, ne? Ja, Und der nicht ist so ein halt Bild wild. da Ach so, das findest du dann auch so nicht passend, weil die nicht ganz schlau handeln oder wie? reinritzen. Und das ist so ein verrücktes Kind hier, was durch Inzest und so weiter zu Hause Ja, aber mit. ich finde auch nicht schlau, wenn man flüchtet, nach oben zu laufen. Also da bin ich halt, ja. Meinst du nicht, dass man dann irgendwie, das stört dich dann direkt, dass man irgendwie, wenn man so verrückt und durchdreht, man muss doch sagen, dass sie dann aber konsequent durchs Fenster springt, zweimal im Das ganzen stimmt Film, allerdings. oder? Ja, das war wiederum gut. Ja, Das das zieht sich dann stimmt. durch, ne? Sie geht sofort, springt nicht, überlegt nicht eine halbe Stunde, bis er kommt. Das wird alles, das macht den Film dann auch aus, dass alles direkt Ja, gemacht wird, genau. schnell Geht und alles. nicht irgendwie komische Spannung aufgebaut wird, die nichts bringt Ja, oder so, ja. sondern überraschend es direkt durchzieht, einfach so ganz straight. Auf Ja, das stimmt. jeden Fall gab es da noch Fortsetzungen. Nein. Ich weiß nicht, zwei oder drei.
Eine mit Matthew McConaughey auch. Nein. Ja, Matthew McConaughey wird ja gut aussehen. Genau. Und er spielt einer von den Verrückten, glaube ich, in der Familie. Ich weiß es gar nicht mehr. Heißt er dann auch einfach Texas Chainsaw 2? Oder? Ja. Okay. 2, 3, 2 ist mit Dennis Hopper. Der ist so ein bisschen witziger anmutend. Toby also Hooper. Es gibt 3. Ja, 3 oder 4. Ja, von den meisten gab es ja viele. Und von denen dann auch irgendwie. Und Toby Hooper, der hat, was hat er nachher? Er hat noch Poltergeist gemacht. Den kennst du auch bestimmt, oder? Von Steven Spielberg produziert. Habe ich aber mit dem Geist im Fernseher gesehen. Und so weiter. Zu gruselig. Ja. Ah, das ist vielleicht der nächste Klassiker, den man mit dir gucken kann. Im Podcast Quickie. Ja, das ist auch Nicholas Winding Refn. Weißt du noch, wer das ist? Der Regisseur von Drive. Den haben wir auf jeden Fall gesehen mit Ryan Gosling Only God Forgives. Mhm. Auch mit Ryan Gosling, was für ein Zufall. Der hat gesagt, dass das eigentlich sein Lieblingsfilm ist. Ja. Schon mal vor ein paar Jahren im Interview. Weil? Eigentlich öfters mal. Ja, weil er zu echt ist, weil er so diesen Terror einfach irgendwie hat, ne? Mhm. Und so echt wirkt. Und gerade eben diese letzte halbe Stunde, wo sie die ganze Zeit schreit. Ich meine, damals gab es ja diese Zitate. Ja, aber sagt man das nicht eh über diese, ich sag jetzt mal, Old-School-Filme, dass da halt noch so richtig aus tiefster Seele auch geschrien wird? Das hat man ja heute auch nicht mehr so, ne? Ja, ich weiß nicht. Wenn du meinst vielleicht Halloween, was es ein paar Jahre später gab, mit Jamie Lee Curtis, so die zu Scream Queen wurde. Filme, ne? Aber davor so was Echtes irgendwie in Horrormäßig, also 74, gut, davor gab es dann eben aus den 60ern das erste, das war Psycho, dann haben wir die Serienkiller 1960, den haben wir gesehen, dann auch Peeping Tom 1960 und dann kam halt die aus Italien, die Gialli, ne, Mario Bava, Dario Argento und dann hat Texas Chainsaw Massacre irgendwann, und dann der Exorzist, die so richtig heftig waren, realistisch und so eine neue Richtung einschlugen. Ja, genau, es gab ja viel mehr Fortsetzungen. Es gab ja noch später die Remakes, ne, mit Jessica Biel, Michael Bay. Hast du die nicht gesehen? Von Markus Nispel? Damals war ich natürlich im richtigen Alter, irgendwie 15 oder so. Dann kam so ein Film mit Jessica Biel raus. Sehr stilisiert, also genau das Gegenteil eigentlich von dem jetzt hier, ne? Aber genau für das Zielpublikum, da war ich perfekt für. Und sie läuft die ganze Zeit schwitzend im Unterhemd rum. Und das war halt ganz nett und gut gemacht. Ne? Später gab es dann nochmal 1, 2, 3. Gut, nett im Unterhemd lief die Blonde jetzt auch rum. Beginning und so weiter. Ja, die lief ja auch rum. Das war auch schön. Ja, das hast du. Hier gibt es auch schöne Zitate, beziehungsweise die Rezension. Ich lese mal vor, mal sehen, was du davon hältst. Wenn man einer fremden Zivilisation die Menschheit durch das Zeigen von 10 Filmen erklären müsste, müsste The Texas Chainsaw Massacre sicherlich einer dieser sein. Schon nett, ne? Der Film wurde beworben damals. Der schreckenerregendste Film, den ich je gesehen habe. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. The most horrifying motion picture I've ever seen. Oder After you stop screaming, you will start talking about it. Wenn sie aufgehört haben zu schreien, werden sie anfangen, über ihn zu sprechen. Ja. Und zum Beispiel auch Who will survive and what will be left on them? Wer wird überleben und was wird von ihnen übrig bleiben? Ja. Das kann man so unterstreichen. Nee, schon cool, ne? Ja. Hat auch richtig viel eingenommen damals, trotz der Injizierung, die relativ schnell dann kam, auch in Deutschland. Ich glaube, mehr müssen wir nicht zu sagen, oder? Hast du noch was? Mir reicht für unseren ersten Quickie. Ja, dann verabschieden wir uns, oder? Danke an die Zuhörer. Danke, Daniela. Bye. Danke auch von mir. Buonanotte.